Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich stelle euch heute einmal meinen Lesemonat April vor. Ich habe insgesamt 5 Bücher gelesen und damit auch eine Buchreihe beendet, die mir so heftig am Herzen lag. Und ich bin halt immer noch traurig, dass diese Reihe vorbei ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal die Bücher an, die ich im April gelesen habe. Starten wir direkt mit einem absoluten Highlight. Und das ist der 7. und somit auch leider letzte Teil aus der Throne of Glass Reihe. Ich liebe, liebe diese Buchreihe. Seit dem ersten Band, seit Seite 1, als wir Selina kennengelernt haben, die einfach eine unfassbar krasse, heftige Charakterentwicklung über 7 Bände macht. Sie überrascht mich als Leserin einfach immer und immer und immer wieder. Und generell gibt es in dieser ganzen Reihe krasse, heftige, unvorhersehbare Plot-Twists, die mich einfach immer am Lesen gehalten haben. Und Teil 7 ist halt ein echter Klopper, der hat über 1000 Seiten. Ja, ich fand es zwischendurch mal ein ganz kleines bisschen langatmig. Aber nichtsdestotrotz bin ich so froh, dieses Buch gelesen zu haben, generell diese ganze Reihe gelesen zu haben. Es passiert so viel. So einer meiner absoluten Lieblingscharaktere ist Manon, und also von den 13. Und ich finde generell, wie dieser ganze Hexenclan einfach dargestellt wird. Das sind halt so richtige Badass-Bitches. Die sind heftig krass. Die sind sehr straight. Sie morden, wenn ihnen was nicht passt. Sie sind halt wirklich so richtig krass rebellisch. Und was einfach hier mit dem Hexenclan passiert, ich spoiler nicht, ist so heftig. Ich konnte das Buch einfach nicht aus den Händen legen. Und auch Irene spielt hier eine extrem wichtige Rolle, wenn es darum geht, Erevan zu überlisten. Und ja, generell so diese ganze Entwicklung der Story, dieses epische, wirklich krass epische Ende, das uns hier entgegenkommt, das ist so heftig. Also ich hing wirklich an den Seiten. Ich wollte immer wissen, wie es weitergeht, und ich war auf der anderen Seite halt immer super traurig, weil ich wusste, mit jeder Seite, die ich quasi beendet habe, ist auch diese ganze Reihe zu Ende. Denn ich habe wirklich Elin, Rowan, Lysandra, Carl, einfach alle so heftig in mein Herz geschlossen, dass ich sie auch wirklich nicht gehen lassen möchte. Und ich war auch wirklich echt traurig, als ich dann die letzten Seiten ja gelesen habe. Das war... Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und was ich krass fand, weil ich parallel noch Akota, also das Reich der 7 Höfe, lese, hier gibt es echt ein paar Anspielungen. Also man merkt so langsam, dass es halt in dieses Multiverse geht. Ja, fand ich halt heftig mitzubekommen, zu lesen, und man achtet dann auf so ein paar andere Details. Ich will auch gar nicht hier spoilern, was halt krass hier drin war. Aber an sich ist es einfach wirklich ein heftiges Buch mit, ja, wenn man sich so überlegt, dass Aileen einfach angefangen hat als Sklavin, dann zur Favoritin bzw. Champion des Königs wurde, und was dann alles so passiert ist, bis sie sich halt hier Maeve und Erevan und wie sie nicht alle heißen, wirklich gegenüberstehen. Es sind krasse Schlachten, die kommen, krasse Plot-Twists, und ja, wie gesagt, heftige Reihe. Ich bin sehr traurig, dass es vorbei ist, und vergebe natürlich Throne of Glass. Ich wollte gerade 7 von 7 Sternen sagen, weil es Teil 7 ist. Aber nein, ja, vergebe ich natürlich auch, aber 5+ von 5 Sternen. Das nächste Buch, was ich euch zeige, ist von Franka Neubauer, Drowning Shadows. Das ist ein Buch über eine Lincoln Ballet Group, die in New York ist. Das ist mein erstes Buch, was ich auch über Ballett lese. Ich hatte so vorher noch nie wirklich ein Buch davon gelesen, weil es jetzt auch nicht unbedingt so mein... Ja, ich interessiere mich halt nicht so krass dafür. Aber ich muss sagen, auch wenn man sich nicht dafür, ich sag's mal, interessiert oder auch gar keine Erfahrung hat, ist es überhaupt nicht schlimm, weil dieses Buch führt uns ein in eine wirklich krasse, interessante Welt, ins Ballett. Man merkt einfach auch richtig, wie viel Arbeit, wie viel Disziplin und Training dahinter steckt. In dem Buch begleiten wir Grace, die ja aus Las Vegas geflohen ist und in New York neu anfängt. Sie ja, ist halt erstmal Kellnerin, und man merkt einfach so richtig, ja, dass ihr das überhaupt nicht Spaß macht und dass sie einfach mehr will, sich aber nicht wirklich traut, bis sie halt eines Tages an der Lincoln Ballet Group aufgenommen wird. Dort lernt sie Elliot kennen, und es funkt halt krass heftig zwischen den beiden. Das ist wirklich spürbar, ist auf jeder Seite spürbar. Es ist aus 2 verschiedenen Point of Views geschrieben. Das heißt, wir bekommen halt mit, was
Elliot denkt, was Grace denkt. Und ja, es ist schon echt cool, die beiden so zu verfolgen, wie die sich ineinander verlieben, wie die Spannung einfach da ist. Ich mochte das Setting New York. Ich bin jetzt bald wieder in New York zum dritten Mal und ich freue mich halt jetzt auch durch dieses Buch quasi umso mehr, weil ich das einfach, ich liebe New York. Es ist so eine coole Stadt. Kommt auf jeden Fall hier ordentlich New York-Vibes rüber. Das Einzige, was mir halt hier nicht so ganz gefallen hat, ist, dass Grace, wie gesagt, eine Vergangenheit hat und sie flieht davor. Und wir bekommen im Laufe der Story immer halt wieder so kleinere Hints, was passiert sein könnte. Aber das hat mir nicht gereicht. Ich wollte immer mehr wissen. Das war irgendwann so, hier, jetzt sag mir doch bitte, was Sache ist. Wir erfahren nämlich alles erst so in dem, im letzten Drittel, würde ich sagen. Letztes Drittel kommt endlich mal das raus, was Grace verfolgt, wer Grace verfolgt, was mit ihr ist. Da hätte ich mir halt ganz gerne vorher schon ein bisschen mehr Aufklärung gewünscht, weil ich das manchmal echt dann so nervig fand. So, man kriegt immer so mit, wie sie Panikattacken bekommt. Und man denkt sich dann irgendwann nach der fünften Panikattacke, jetzt sagen wir uns doch mal, warum. Ich will hier nicht so in der Luft hängen. Zum Ende hin wird es dann auch noch mal krass rasant, ein bisschen actionreich. Fand ich vielleicht ein bisschen too much. Ich sag mal, in einer milderen Version besser gefallen. Nichtsdestotrotz hat mir das Buch echt Spaß gemacht. Ich habe mich sehr in die Lincoln Ballad Group verliebt. Ich fand auch die Nebencharaktere haben mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich musste sehr oft grinsen. Das Cover ist einfach mega, mega, mega schön. Und ich vergebe dem Buch 4 von 5 Sternen. Dann zeige ich euch noch schnell ein Buch, was ich im März durchgesuchtet habe. Also Teil 1 bis 3. Teil 4 habe ich dann jetzt gelesen. Das ist The Darkest Gold. Und hier geht es mit Auren im Prinzip weiter. Und es ist einfach nach wie vor eine so spannende, eine so fesselnde, eine ja, packende Fantasy-Story. Was mir halt hier besonders gut gefällt, ist, dass es hier Fae gibt. Aber die sind anders dargestellt als die Fae, die man sonst so kennt. Was mir halt zudem noch gefällt, sind halt hier immer die ganzen Bilder, die in jedem Buch drin sind. Fand ich mega nice. Ja, an sich wirklich eine krasse Fortsetzung, die sehr, sehr, sehr spannend ist, weil Auren eigentlich nie wirklich frei ist. Sie ja, wird eigentlich permanent gefangen genommen, weil sie halt sehr besonders ist, weil sie halt komplett golden ist. Und das tut mir halt am Ende dann auch nochmal extrem leid, weil sie halt wieder gefangen genommen wird und diesmal echt von einer krassen, ich sag jetzt mal Gilde, glaube ich. Und das Ende hin ist wirklich heftig. Es ist ein krasser Plot-Twist. Das Buch ist auf jeden Fall echt heftig spicy. Ich fand es teilweise auch ein bisschen zu, also nicht zu spicy, aber wie soll ich das sagen? Ich fand es zwischendurch mal ein bisschen langatmig. Mir hätten auch 100 Seiten weniger ganz gut gefallen, weil ich finde, so diese spicy Szenen, die zwischendurch drin waren, ja, die haben auch Spaß gemacht, aber ich habe halt das Gefühl gehabt, die waren halt nur da, um das Buch halt künstlich so ein bisschen aufzublähen. Und deshalb fand ich das dann nach der, weiß ich nicht, 80. Spicy-Szene so, ja, okay, sie schlafen jetzt miteinander. Ich will aber wissen, wie es eigentlich weitergeht. Das Buch wird auch noch aus anderen Perspektiven geschrieben. Wir erfahren nämlich ja noch was über andere Charaktere, zum Beispiel was über Nissa. Die fand ich halt irgendwie richtig cool und tough und sie nimmt halt kein Blatt vor den Mund. Und da entwickelt sich halt auch noch eine andere Liebesgeschichte hin, die ich auch sehr spannend finde und wo ich auch echt gespannt bin, wie es weitergeht. Ja, grundsätzlich, ich glaube, Teil 5 kam jetzt auch vor kurzem raus. Den werde ich natürlich auch so bald wie möglich durchsuchten, weil The Darkest Gold einfach süchtig macht. Es gibt viele, die sagen, die Bücher sind nicht gut, weil sie sehr provokant sind. Gerade auch, dass es die Sättel gibt, wo der König sich halt austoben kann und ja, ganz oft auch, ich will das jetzt hier nicht sagen, halt Kraftausdrücke benutzt werden und dass es halt so übertrieben ist. Aber es ist einfach, es ist ein provokantes Buch. Und ich finde es halt auch ein bisschen gesellschaftskritisch und es hält uns einfach nur den Spiegel vor die Nase. Und es ist halt einfach gewollt. Und deshalb wirklich, ich finde die Reihe echt super. The Darkest Gold 4 bekommt aufgrund der Tatsache, dass ich es ein bisschen zwischendurch langatmig fand, 4,5 von 5 Sterne. Dann stelle ich euch noch eben New Dreams von Lily Lucas vor. Das habe ich auch noch schnell gelesen. Was ich halt mag, ist, dass die Bücher einfach sehr dünn sind und es ist super für zwischendurch. Ich mag das halt auch ganz oft nicht immer in so heftig krass komplexe Welten einzutauchen, sondern einfach so ein cozy Wohlfühlroman. Und ich glaube, da ist die Green Valley-Reihe einfach top.
Und ja, wir begleiten hier Ilara, die zurück nach Green Valley gekommen ist. Ich mochte ihre Hintergründe, ihren, ich sag jetzt mal, Werdegang total. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, hier über sie zu erfahren und zu lesen. Ja, Green Valley an sich, das Setting, ist eines der Gründe, warum ich diese Bücher lese. Es ist einfach in den Rocky Mountains. Es ist ja mega. Es ist halt genau meins. Und an welcher Stelle ich hier wirklich schmunzeln musste oder die mir halt so ein Cues gegeben hat, ist, dass Ilara unter anderem in Estes Park ist, um da in den Rocky Mountain National Park zu kommen. Und da war ich. Ich war in Estes Park. Ich dachte, niemand kennt diesen Ort. Das war halt einfach so, okay, da ist Estes Park. Ich habe dieses Schild fotografiert und es kommt einfach hier drin vor. Es hat mich so gefreut. Ich war so happy. Und ja, was mir halt auch noch ganz gut gefällt, ist, dass das auch im Frühling spielt. Ich dachte, dass alle Bücher würden im Winter spielen, aber das geht ja so langsam in den Frühling über. Und ich finde, das passt einfach perfekt in die jetzige Zeit. Ilaras und Noahs Liebesgeschichte fand ich mega Bombe. Das ist nochmal was anderes, weil Noah jetzt keine Vergangenheit hat, sondern, ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist mal was anderes. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, also es ist wirklich zum Träumen, zum Wohlfühlen. Es ist einfach Love and Landscape vom Allerfeinsten und deshalb bekommt New Dreams auch 4,5 von 5 Sterne von mir. Zum Schluss habe ich noch Godkiller gelesen. Habe ich mir auf der Leipziger Buchmesse geholt mit einem richtig coolen Farbschnitt. Und mir hat Godkiller richtig gut gefallen. Grundsätzlich liebe ich Fantasy-Bücher, wo im Prinzip ein paar Protagonistinnen, hier sind es jetzt 4, aufeinandertreffen und zusammen eine Reise antreten, weil jeder halt so was möchte, aber keiner weiß dann, was der andere oder was den anderen oder die andere antreibt. Und genau das kommt halt hier drin vor. Wir begleiten hier, jetzt muss ich mal ganz kurz eben noch, wie die alle heißen, also Kissen, das ist die Godkillerin. In der Welt gibt es nämlich Götter, aber es wird verboten, an Götter zu glauben. Es gibt sie trotzdem noch und Kissen ist halt eine Godkillerin, sie ist sich halt zum Beruf gemacht hat, Götter zu töten. So, sie trifft auf Skedikath, das ist ein Gott, der an Inara gebunden ist. Die beiden sind unheimlich witzig und auch die Kapitel aus Skedikath haben mir richtig gut gefallen, weil er halt so ein kleiner Gott ist. Er hat mich so ein bisschen an Wolpertinger erinnert und der ist halt super frech, aber super lustig. Und natürlich verfolgt auch er seine Ziele. Und wir haben hier noch den ehemaligen Ritter Ilogast, der halt auch noch mit in diesem Gemisch von unterschiedlichen Persönlichkeiten ist. Ja, gemeinsam begeben sie sich halt auf eine Reise in eine Stadt, die halt von Göttern bevölkert wird, in der Hoffnung halt da ihre Probleme lösen zu können. Und es ist stellenweise echt sehr brutal, was hier passiert. Sehr unvorhersehbar. Es gab krasse Plot-Twists. Und ich hatte einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß mit dem Buch. Gerade weil es auf der einen Seite sehr witzig ist. Ich musste oft lachen, aber halt die Ernsthaftigkeit nicht verloren gegangen ist. Sprich, so auf der gesamten Reise haben wir wirklich immer wieder aus unterschiedlichen Persönlichkeiten gelesen, Neues erfahren. Und das Buch endet mit einem richtig heftigen Cliffhanger. Ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, Teil 2 kommt jetzt irgendwie im Herbst oder so raus, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, der Sprachstil hat mich total überwältigt. Es hat so viel Spaß gemacht, hier zwischen die Seiten zu jagen. Es war auf jeden Fall mal etwas komplett Neues. Ich liebe es ja immer, wenn Karten in Büchern sind. Hier ist auch eine richtig schöne Karte drin, dass man immer so ein bisschen mitverfolgen könnte. Ah, okay, woher gehen sie gerade? Ja, auf der Reise kommen sich Ilogast und Kissen auch näher. Wobei die Liebesgeschichte von den beiden hier nicht an erster Stelle steht, sondern wirklich so diese Reise durch den Kontinent, die Kämpfe gegen die Götter und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, unvorhersehbare Wendungen, Sachen, mit denen ich nicht gerechnet hätte, kamen hier drin vor. Ich wurde sehr, sehr oft überrascht. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und vergebe Godkiller deshalb auch 4,5 von 5 Sternen. Ihr Lieben, das war mein Lesemonat April. Vielleicht habt ihr ja auch eines dieser Bücher gelesen. Falls ja, sagt mir doch gerne in den Kommentaren Bescheid. Und was mich auch immer interessieren würde, welches Buch hat euch so ein Hangover geschenkt? Weil bei mir war es jetzt tatsächlich Throne of Glass. Also ich hatte natürlich danach auch weitergelesen, aber ich war wirklich in meinen Gedanken immer noch bei Throne of Glass, weil ich nicht wollte, dass das vorbeigeht. Ja, das war's und bis dann. Tschüss.